Hallöchen, hier ist eine Mini-Runde. Wir machen jetzt mal weiter in FIFA. So, als allererstes, ich nehme wieder mit Tweet-Qualität nicht so gut. Tut mir leid. Ist zurzeit für mich ein bisschen bequemer als das. Wir brauchen einfach eine Taste, Stream, nehme ich auf, mit der Twitch auf meinen YouTube-Account, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Das ist jetzt meine Mannschaft, die hat sich jetzt nicht mehr verändert. Ich bin so zufrieden bis jetzt. Und alles andere an Spieler sind auch zu teuer. Aber mal starten. Noch eins vorweg, mir ist aufgefallen, in dem YouTube-Video, ich habe das ja auch schon auf YouTube hochgeladen vom letzten Mal, und da sind manchmal Unterbrechungen drin. Dafür kann ich nichts, das ist halt die PlayStation, ne? Also, passiert manchmal. Also wenn ich jetzt mit OBS streamen würde, nicht, aber das ist halt ein bisschen mehr Aufwand dann. Finden wir heute noch was? Mann, spielen so viele Leute Ultimate Team, da musst du da was finden. Nee. Ja, solange der sucht, können wir ja noch ein bisschen quer sein, Leute, ne? Ihr könnt mir ja sagen, ob ich Ultimate Team nur zocken soll oder vielleicht auch was anderes, keine Ahnung. Ich spreche das mal ab, der soll nochmal neu suchen. Hier, komm, zack. Mann, Mann, Mann. Letztens ging es viel schneller. Meine Bilanz ist mittlerweile verbessert, aber immer noch habe ich mehr verloren als gewonnen. Und ich habe hier noch nicht richtig den Dreh raus, wie bei 15. Dribbeln ist schon viel besser bei mir geworden. Kein Gegner gefunden. Super, Bursche. Aha. So, wollen wir mal gucken. Ja, der kann mich ja jetzt auch online hören. Man muss passt aufpassen, wenn man so Mannschaften, die so eine schlechte Chemie haben, Herzlich die willkommen, liebe Zuschauer. heißt nicht, Freuen Sie dass sie sich mit schlechter sind, ne? uns, Wolf Fuß und Frank Buschmann, auf packende 90 Minuten. Zuletzt gab es einen Punkt. Heute dürfen Sie dann wieder auf Sieg spielen. Der Er macht Christoph, der heute sein Kleine. 50. Spiel für diesen Club. Er gehört einfach in diese Mannschaft. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Okay, und los geht's. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick. Da mein Gegner mich auch online hören kann. Hallo, hörst du mich? Kommen, deshalb auch das 4-3-3. Do you understand me? Ah, gut. Ball kann ich abnehmen. Nun Lars Bender. Ach, Alter, stürm doch mal nach vorne, ey. Bender. Kramer. Abseits. Da passt er auf und geht dazwischen. Ja, das war abseits. Alter, was ist das hier so neblig, ey? Wiltshire. Guter Gut, gut, Einsatz, gut, er gut, hat gut, den gut. Ball. Oh, Sidney, jetzt guck mal an, sich mit dem abzuziehen. Sam.
Bisschen dribbeln, da rein. Nochmal dribbeln. Oh, zu weit. Kieran Gibbs. Yannick Bolasie. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Verdammt, ich verlängere ihn den Ball auch noch. Verpiss dich. Der geht doch dran, du. Mann, ist der Torwart also dumm. Abstoß. Jetzt Alonso. Das war gut. Alter, was hat der für einen schnellen Verteidiger, ey? Das ist ja nicht mehr normal. Hoffentlich kommt sehr gut reingespielt. Der was sind das für Kopfbälle? Kurve, ihr BMT. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Da steht er gut. Weg er aus... Ja, ey. Normaler Spieler gibt Ramsey nicht dem Partner den Ball, wenn die beide umzingelt sind. Also, das ist so eine Logik. Pelé. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Oh. Das wird gefährlich. Da fängt er die Flanke ab. Das Foul nimmt er in Kauf. Er wollte nur den Angriff verhindern. Kleinen Tipp. Wenn ihr denkt, ihr wurdet gefault, Stick sofort loslassen. Das reagiert er dann als Foul. Schalte, ja. Nehmen wir doch den Schmelzer. Schmelzer. Und Alonso. So, natürlich kein Problem. Nix. Er holt sich den Ball. Wiltshire. Nein. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Exzellentes Zweikampfverhalten. Gut den Ball hier. Falls ihr wie im letzten Video was doppelt hört, dann liegt das daran, dass ich... Mein Dolby zu laut. Ich hab das jetzt nochmal leiser gestellt. Nee, Alter, was für ein Bug, hält er mich da fest? Kann er definitiv besser. Nein! Konzentration! Pelé. Da muss sich der gut, Keeper nicht mal halten, bewegen. Den Ball spielt er raus. Kommt der noch dran, aber kann ich behaupten. Hünteler. Draxler. So, jetzt innen. Hunger drauf einfach. Das war scheiße, weil der geblockt wurde. So unplatziert wie der war. Pelé. Das macht er gut. Ach, zum Glück daneben. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Eigentlich habe ich schon längst verpasst. Elf Meter? Alter, wie willst du denn dann noch verteidigen, ey? Und jetzt könnten sie in Rückstand geraten. Hat er nicht gut gemacht, keine gute Zweikampfführung. Er macht den Elfer! Ich zieh komplett nach rechts, der bleibt stehen, diesen Idiot, ey. Sauber vom Punkt verwandelt. Dem Druck standgehalten, Elfer verwandelt. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Wird's jetzt gefährlich? Ich habe schon 10 Jahre nach hinten gezogen. Manchmal ist das Spiel echt... Yannick Bolasie. Sein Geld nicht wert, ey. Pelé. Ja. Spielt den Ball direkt zurück. Kurva, ihr Bemti. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den... Super Einsatz vom Torhüter. Eckball geht's. Sam. Das ist ein da habe ich direkt mal wieder Lust gelassen, damit er die Karte kriegt. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Da die ist schön, das sehen wir doch hier, ne? Ich
Steht aber schön frei. Ich hoffe, der kriegt den auch noch so. Ja. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja, genau. Geh einfach zurück, du Bastard, ey. Tut mir leid für meine Wortwahl, aber das Spiel ist halt sehr dumm manchmal. Vielleicht soll ich mich mal anders hinsetzen. Ich lieg ja schon fast. Yannick Polasi. Und jetzt Hündela. Gute Flanke. Draxler. Ach, Kurva. Aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Und den Ball hat er sich geholt. Ja, nach vorne. Rafinha. Jetzt wird's gefährlich. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Pelé. Da war mir jetzt egal, ob ich eine Karte kriege. Egal, Ecke. Besser als gar nichts. Aaron Ramsey. Mertesacker. Hakura. Schöner Versuch hier nach der Ecke, nur nicht präzise genug. Ganz knapp, eine richtig gute Gelegenheit. Ey, Stella. Sag ich nichts mehr. Ey, speichert er sich das? Zur Pause steht 1:0. Wahrscheinlich grenzwertig sogar noch. Okay, der hat mehr Ballbesitz. 2% gehen ja noch, aber... So, die Spieler sehen auch teilweise fit aus. Lassen wir das erstmal noch. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Das war scheiße von mir. Okay. Komm jetzt nach vorne rein. Oh Gott, was war das denn, ey? Ramsey. Weil ich sowieso an jeden FIFA-Titel hasse ist, manchmal fühlt sich das an, als wenn deine Spieler angekettet sind. Weißt du, du kommst nicht voran, du kannst nicht richtig grätschen. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Falls das... Zuma. Diese Art Momentum ist, oder wie man das nennt, also dann ist das aber beschissen. Zack, nach hinten. Passt doch, Kurva, ihr Bemti. Meine Güte, ist das dumm, ey. Jetzt schießt er. Ja, wow, so gut geschossen, direkt in die Arme von dem Krüppel, ey. Das war einfach. Und jetzt du mal, aber ey, die können nicht drauf schießen. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig Durchgangs, er hat das Führungstor erzielt und klar, jetzt können sie den Gegner kommen lassen. Draxler. In der Szene muss er bleiben. Ja, guter Einsatz Punkt war eigentlich. Zu hart. Viel zu hoch hier, Bemti. Tut mir leid, ich wollte nicht so laut sein. Tor zum Ausgleich. Aaron Ramsey. Ein guter Doppelpass. Und jetzt ein Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Kastenball. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Boah, der kommt jetzt gut durch. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Jetzt. Schöne Flanke. Was macht der denn da, ey? Ist, boah, habt ihr das gesehen? Wenn ich spult nochmal zurück. Das sollte auf Draxler gehen, ey. Wie kann der in die...